Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Orcsmas Teil 2, together mit dem Nightyria. Jo. Treppe auf, Treppe ab haben wir eben perfekt, wie wir sind, natürlich ohne Probleme geschafft. Die geile Flammenarmschiene hier freigeschaltet, die ich gleich auch ausrüsten werde, wenn ich es kann. Und jo. Oh, Leertaste drücken. Wie lautet der Plan, Alle alter Mann? Zauber, Sobald wir alle die Schädel im Spalte geöffnet Zauberbuch sind, zurückerstatten wird die lassen. Magie wieder ganz in unsere Was kann man Welt machen? Kehren. Was? Ich werde Was kann man machen? Festungen Kannst ja errichten, alle Schädel, die du ausgegeben aber die hast, irgendwie im Zauberbuch zurückerstatten lassen. Okay. Ihr müsst jeden Du weißt ja jetzt nicht genau, wie das geht. Während ich, den nächsten ich auch nicht. Aber das werde ich gleich mal testen, weil ich habe ja eben ein paar in die Balliste gesetzt und ein paar. Ah. Nein! Okay, wir können neu starten. Okay. Ja, guter Start. Da ging's nicht mehr weiter, da war Lava. Nicht schlecht, achso. Leertaste zum Fortsetzen. Wir müssen jetzt schon zweimal neu starten, weil ich irgendwo runtergefallen bin. Sind, wird die Magie oh, hier gibt's aber auch keine richtige Kollision, ich rutsche hier immer einfach runter. Ja. Wo geht's? Hier ist ein Abgrund. So, es gibt vier Eingänge, glaube ich. Und ich glaube, es kommen auch Flugviecher, wenn ich mich eben nicht verguckt habe. Ja, brauchen wir überhaupt Barrikaden? Ne, die bringen hier gar nichts. Nee, also hier gibt es eigentlich nur gerade Wege. Ich gehe gerade den ersten Weg von der einen Tür. Kann das weg? Hier. Hier kommen welche raus. Und ah. Kommt welche. Geh ich kann hier. Das gerade nicht sehen, leider. So, jetzt. Also wenn du jetzt Richtung das erste Tor guckst, das gleich aufgeht. Ja. Direkt rechts der Gang unter diesem kleinen Bogen durch. Ja. Da kommen sie durch. Ja. So, hier kann man Bogenschützen hinstellen, die können gut schießen. Aha. Aber sonst kommt hier, das wo ich gerade bin, gar nichts. Da kannst du nur eben Dinge platzieren, damit sie von oben feuern. Beziehungsweise sich selbst oben hinstellen, aber hier nicht. Das heißt, die Klappe brauchst du nicht zu machen. Nice. So. Zack. Hier vorne zack. Ist ein Kehrturm. Hier geht's gar nicht lang. So, hier. Da, wo ich gerade hinschieße, da kommen sie durch. Ja. Da kommen sie den Weg entlang. So, ich bin soweit. Ich habe schon hier ein paar Fallen platziert, weil sie hier... Hier gebaut. Ha? Was hast du denn hier gebaut? Wieso? Wo? Was? Hier, das hier. Wieso hier vorne? Weil sie hier langlaufen. Wenn sie hier rauskommen, laufen sie hier lang. Ja, ich guck grad... Ach, dann kommt sie zuerst. Ja, deswegen. Machen wir dann oben mal eine Runde Säure. Ja. Lang. Alter, wie teuer sind diese Säurefallen? 600. Alles klar. Also sie sind jetzt nicht gerade billig, aber auch nicht gerade übertrieben teuer, deswegen. Dann sind sie genau wie meine. Warte, ich will mal was ausprobieren kurz. Aber die sind dann stark. Meine geile Flammenwand hier. Ich werde mir auf jeden Fall den Vampirhandschuh holen. Ja. Bist du das? Ja. Oh, immer schließe ich gegen dich. Alter, da zerschnetzel ich die echt. Das einzige Problem ist, dass ich in den Nahkampf gehen muss. Was natürlich Leben kostet. Ich kann nicht heilen, musst du Bescheid sagen. Also, ah, ich okay. Heilen. Aber das geht nicht immer. Ja. Das hat ja 20 Sekunden Cooldown, also solltest du dann auch mitnehmen. Können wir nicht beide halten. Uiuiuiui. Oh yeah! Ich bin alles klar. Ich muss mal kurz mich heilen gehen. Ja. Ich komme jetzt mit zum anderen. Das ging im ersten Teil aber wesentlich schneller mit der Heilung. So. Ich renne ihnen entgegen und hau da auch nochmal ordentlich so rein. Ja, mach das. Die werden Bauklötze staunen. Die werden Bauklötze staunen. Oh, da kommen aus dem anderen Tor kommen welche. Machst du das eben? Ich bleib hier.
Die kommen aus demselben. Ach so, das wurde mir nicht angezeigt, weil ich auf der Treppe stand schon. Ja. Ich dachte gerade nämlich, die kommen aus. Ah, die Flammen anschienen sind echt gut gehalten. Ja. Einfach da so eine fette Wand setzt. Oh verdammt, jetzt habe ich aufs Maul bekommen. Ja. Lauf, irgendwie. Ja. Muss ich gerade nochmal. Ah. So, Moment, ich setz gleich nochmal meine geile Feuerwand hier. Ja, ich kann gerade nicht, weil ich überlebe. So. Oh, er brennt. Das war lustig. Ja, das war's. Juhu, yay. So, ich denke mal, sie kommen aus diesem oder aus dem anderen? Ich denke mal, jeder von uns kann ein Tor verteidigen. Ja. Aus dem anderen? Bin schon unterwegs. Das Hin- und Herlaufen, das ist ein bisschen nervig. Ja, es gibt hier Portale, damit kannst du dir den Mittelweg sparen. Ah, cool. Okay, jetzt kommt sie aus dem anderen. Ja. Ich bleib dann. Ach, die Trefferserien zählen auch für uns. Also für beide. Ja, scheiße. Hat er mich hier. Meine Säure hat hier schon alles gekillt. Nice. Wäre hier auch das meiste. Oh, ich liebe einfach. Ganz ehrlich. Von mir aus könnte ich das ganze Spiel nur mit Säure und Eis spielen. Nein, 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 ich bin betäubt. Nein! Nicht mit Papa Schlumpf hier. Alter, noch mehr. Wollen noch mehr hier aufbauen. Geilt. Alter, die Säurefallen, ne? Ich hab Säurefallen und Feuerwand gemacht und schon waren Ogre platt. Okay, der Feuer-Oger schluckt etwas mehr. Ich brauche eine Fernkampfwaffe. Brauche ich doch noch, hätte ich nicht gedacht. Nein, 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 nein. Ja, los. Scheiße. Ach komm, zack, zack. Also gegen Einzelziele mache ich dafür weniger Schaden als du. Ja. So, geheilt bin ich. Das ist gut. Jetzt kommen die hier raus, das ist ja abartig. Warte, ich verkaufe nochmal. Drei. Und setze ich dann da vorne hin. Dann lass mich die beiden hier unten nehmen und du nimmst die beiden. Also oben und links nimmst du und ich nehme unten und rechts. Moment, ich muss kurz überlegen, was du damit meintest. Hier, wo ich jetzt gerade bin, die nehme ich. Achso, okay. Weil die beiden sind näher zusammen. Ja. Und dann übernehme ich hier oben. Du kannst die anderen beiden nehmen. Sonst kannst du auch deinen Deckendinger hier verkaufen, da hast du für hinten mehr. Nee, nee, nee. Ich hab das aufgeteilt. Na los, kommt raus. Kommt raus, kommt raus. Wo immer die Ehre fallen. Bei mir kommt gar nichts. Nee, kommt alles bei mir gerade wohl noch. Ich bleib noch ein bisschen bei dir. Ja, ja. Ach, komm noch mehr. Und los geht's. Juhu. Ah, hab nicht genügend. Mana. Ja, das ist das Gute, ich hab's auch viel. Ja. Dafür hast du weniger Leben, ne? Ja, Nahkampf ist für mich also nicht so die Option. Jetzt kommen sie drüben. Ja, hier kommt aber nicht so viel durch, also. Ja. Ich heile mich mal kurz hier in der Mitte, ne? So. Ich kann mich auch noch heilen können. Nee, musst ja nicht dein Mana verbrauchen. Oh, sie kommen wieder aus der anderen Seite. Ich hab sau viel Mana, also. Ja, trotzdem. Das regeneriert sich echt schnell. Ja,
Treffer sehen wir. Ich könnte hier ein bisschen Hilfe gebrauchen gerade. Ja, ich hab hier auch gerade ein bisschen Probleme. Ja, ich bin gleich tot fast. Nee, nee, ich komm zu dir, ich komm zu dir, ich komm zu dir. Scheiße, scheiße, scheiße. Hab ihn übernommen. Oh, ein Glück. War's das schon? Alter Schwede. Ich brauch dringend eine Fernkampfwaffe, das war eine scheiß Idee, die wegzupacken. Gegen die Frostriesen musst du unbedingt den Feuerball benutzen. Ja, mach ich auch. Weil dann sind die fast instant tot. Ich hab eben zweimal Feuerball gemacht, war weg. Ja. So, ich komm erstmal wieder zu dir und dann wechsle ich wieder. Joa. Okay, ich gehe auf meine Seite. Flieger. Willkommen in Trefferserienhaus. Einwohner, Flieger. Oh, Sprinter. Ich kann nur leider nichts gegen diese Flieger machen. Wo sind die Flieger? Ich sehe keine. Die kommen auch durch die Gänge. Wobei, vielleicht... Hast du gar keine Fernkampfwaffe dabei? Nein! Das ist scheiße. Ja, glaub, das ist es auch. Es wird hier, glaube ich, nichts, also. Bei mir kommen sie nämlich langsam durch. Oh! Ich lebe für Ork-Massaker! Bam, 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 bam. Also, du musst eine Bergkampfwaffe dabei haben, gerade für die Flieger. Ich kann ja nicht alle killen. Ja. Oh, wann sind da welche durch? Von das Runner? Einer ist eben durch. Ja, das war ein Runner, glaube ich. Ja, das wird nicht perfekt. Tja. Brauche ich noch nicht. Okay, zukünftig. Wollen wir sonst nochmal neu starten? Wir sind ja erstmal nicht ready. Nee, wir können ja versuchen, so weit zu kommen. Vielleicht schaffen wir das ja so trotzdem. Ja, wir schaffen. Das denke ich, ist wir stacheln, das Problem. Die Herren stacheln. Das größere Problem wird sein, dass... Die Schonzeit ist vorüber. Dass wir eben einfach nur keine 5 Sterne kriegen. Ja, gut, okay. Also, ich sag's mal so, das kann ich noch verkraften. Ich aber nicht, ne? Okay. 5 Sterne. Alter. Sie sind in der Osthalle. Oh, verflucht. Ach nee. Oh, okay. Treffer-Serie! Sie sind in der Westhalle! Oh. Flieger, 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 nein, kann da. Ja, ich bin schon alle weg. Verdammt, Zollenjäger. Ah. Jawohl, ja. Ja, okay. Ich nehme auf jeden Fall das nächste Mal andere Waffen. Ja. So. Hab ordentlich Fallen hier platziert. Och, das ist jetzt ein Witz, oder? Puh. Uiuiuiui. Glück gehabt. Nice. Ah.
Na los, komm, großer. Oh, oh. Da kommen welche durch. Scheiße. Troll. Scheiße, hier sind Trolle. Was? Bei mir läuft's gut. Ja, bei mir muss ich gleich noch ein paar fallen hier. Ich hatte nicht gesehen, dass da Trolle kommen. Oh, fuck. Runner. Ja, danke. Oh, bei dir kommen wieder welche, glaube ich. Ja, Runner. Aber die kommen nicht durch. Sehr schön. Ich habe bei dir mal welche übernommen. Danke. Scheiß Trolle, ey. Oh. Nein! Verdammt, habe ich mich doch vertan hier. Falsche Waffe und so. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ja, scheiße. Ich bin tot. Ich brauche dringend eine Fernkampfwaffe. Verdammt, das habe ich völlig vergessen. Ich meine, das haut schon ganz anständig rein, der Zwergenhammer, aber... Das ist wahrscheinlich zu wenig. Ja. Alter, das gibt es nicht, ne? Das gibt es nicht. Schon wieder bin ich tot hier. Scheiße, ey. Ja, das war dumm. So. Zeit für ein Gemetzel. Egal, damit muss ich jetzt klarkommen. Mal deine Flieger mit wegzumachen. Das wird denen gefallen. Mir alle. Sind sie bei dir? Ne, bei mir, ne? Scheiße. Ich schieß schon von den Flügeln rüber. Ich lebe für Ork-Massaker. Sie sind in der Südhalle. Verdammt. Oh verdammt. Flieger sind auch noch da. Danke. Zack, den Oger habe ich erledigt. Komm ich dir mal eben zur Hilfe. Ganz ehrlich, was machst du eigentlich? Ich töte hier alle deine Gegner. Schick. So. Ich glaube, hier oben liegt noch so viel Gold bei mir. Ja. Los geht's! Ja, Geld und Schiebe. Achtung! Flieger! Flieger, Flieger, Flieger. Ganz schnelle. Und sie sind drin. Und drin. Scheiße, ja. So krieg ich die nicht. Das war meine Scheiße. Ja, egal. Haben ja noch 19. Verkackt. Ja. Oh fuck, ich bin hier längst nicht mal bei dir gelaufen. 1, 2, 5. Mist, schon wieder verzählt. Oh fuh. Scheiße, ich bin schon wieder tot. Ganz ehrlich, wenn Runner kommt, mach mal Feuerwelle, aber ich würde sagen, das fangen wir neu an. Gar nicht. Ja. Überhaupt nicht. Mehr
Gegner im Spalt. Oh, ich bin eingefroren, warum das? Ach, Flugviecher hier! Ja, gut. Ja, das war's. Ach, scheiße, Mann, das erste Mal, dass wir verkackt haben. Und ich bin schuld dran. Ja, alles verdammt. Deine Schuld. Nein, nicht Lehrling. Ja, würde ich sagen, versuchen wir das direkt nochmal erneut. Ich unterbreche kurz die Aufnahme, starte ich muss. Aber sonst, wenn Runner kommt, sitzt einfach eine Feuerwache. Die sterben sofort. Und da kommt keiner durch. Wird die Magie wieder ganz in unsere Welt zurückkehren. Ja. Scheiß drauf. Scheiß auf den Hammer. Aber die Ork-Horden werden von jedem sonst nimm den Hammer statt deiner Standardwaffe. Ihr müsst jeden Spalt verteidigen, während ich den nächsten öffne. So, erstmal kommen sie hier raus, ne? Das heißt. Zack! Bang! Direkt bis zum Mond! Hast du jetzt eine Fernwaffe dabei? Ja, ja. Am besten ist immer, du stehst hier am Treppenaufgang. Ah. Gerade stehe nur auf deiner Seite, weil dann kannst du im schlimmsten Fall ranerkommen, irgendwas da hinsetzen, sonst einfach immer da stehen bleiben und feuern. Ja. Los geht's! Von mir aus kann es losgehen. Also ich habe jetzt gedrückt. Sie sind in der Nordhalle! Eine harte, aber gerechte Lektion. Wow. Scheiße, ist aus dem Weg. Ich musste gerade ganz kurz überlegen, kann ich jetzt durchs Feuer laufen oder nicht? Ja, hab ich vorhin auch schon überlegt, aber es geht. Man kriegt keinen Schaden. Ich schieße trotzdem auf den Troll, weil. Ja, ja, nee, ich sag dir das bloß, damit du weißt, dass dass ich betäubt. Alter Schwede. Planen etwas wäre, dass ich Schaden machen geht immer, aber betäuben ist immer so ein bisschen kacke, wenn ich sie genommen habe. Ja. Jetzt kommen sie auf der anderen Seite, ne? Ja, ich könnte auch das Portal nehmen. Aber beim Portal renne ich immer fast in den Abgrund. Jo, jo, ich weiß, was du meinst. Alles klar, diesmal schaffen wir das. Ach, okay, cool. Ah, super. Haben wir beide da gesetzt. Ja, doppelter Schaden. Alter, warum bin ich jetzt betäubt? Ja, weil das aber echt heftig, die brechen ja sofort. Ah. Ja, ich werde die Armschiene auf jeden Fall aufwerfen. Ja, das werde ich auch machen. Kampffinger. Und den Ring, den werde ich auch aufrüsten noch. Den Blitzring? Ja. Ganz genau. So, ich gehe wieder rüber auf meine Seite. Quasi. Mhm. Denn ich glaube, jetzt kommen sie aus beiden raus. Ja, ich werde jetzt noch mal ein paar Viecher setzen. Jetzt gibt's was Feines. Also ein paar Bogenschützen. Mhm. Damit die auch die Flugviecher wegknallen. Ja. Das werde ich dann auch auf deiner Seite noch machen. Sehr schön. Oh fuck. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. Schiebt ab. So, ich bin hier fertig. Ja, bei mir ist nicht mehr viel. Sieh mal, ob das passt. Aber ganz viele Goldmünzen. Oh, doch noch mehr.
war. So. Alter, wie viele hier kommen, ne? Oh, sieht unbequem aus, was der da macht. Oh, abgemault. Oh, der scheiß Feuerhuber. Ja. Der rennt jetzt durch alle meine Säure rein. Alter, der schluckt aber auch, du. Das hier ist für Schlucker. Dich, alter Mann. So. Auch Nadelkissen sind schon auf dem Weg. So. Ganz ehrlich, ich mach das jetzt anders. Das da verkaufe ich noch, dann kann ich hier noch. Kriegen die hier überall aufs Maul einfach. Dass die von oben nicht kommen und ich praktisch nur den anderen Gang verteidigen muss, weil da kommt weniger raus. Ich setze jetzt mal eben auf deiner Seite oben ein paar Bogenschützen. Ja. Also die schon fertig. Hat, auch alle im Gang plus alle Flugviecher deswegen. Ja. Und die machen gar nicht mal so unerheblichen Schaden. Nö, also die sind ja, als wenn du einmal leicht schießt. Ja. So, ich habe jetzt erstmal nur 4 gesetzt. Auf meiner Seite sind jetzt, glaube ich, schon 8 oder 9. Ah. Jetzt gibt's was Feines. Ja. Ja, die Post oder. Bang. So mit den Feuerarmschienen, naja. Ja. Also dieser Feuer-Dingsbums ist sowieso schon extrem stark, aber gegen die ein, zwei Schuss tot. Ja. Vielleicht bei mir kommen. Für Juhu! Sie sind in der Osthalle! Bam! Bei diesen wieder welche? Ja, ich gehe rüber. Ich hab das schon. Ganz ehrlich, wenn man alleine ist, wie soll man das schaffen, zwei Seiten gleichzeitig verteidigen? Ja, das ist wirklich heftig, also auch wenn du viele Fallen setzen kannst. Aber kann auch sein, dass du dann ganz andere Level hast. Ja, nee, das sind dieselben. Das sind schon dieselben. Verkohlt. Hm. Wie erstmal bei dir ein paar Füße weggehen. Ja. Zeit für ein Gemetzel. Oh, ein Erdelementar. Ne, ein Erdfürst sogar. Oh. Achtung! Runner. Flieger! Liga. Eine Seite. Liga müssten ganz gut aufgehalten werden, aber ich kann nicht sagen, dass alle gekillt werden. Also ja. Glaube ich nicht. Ja, das Gute ist, die Runner werden hier nicht so leicht durchkommen, weil ich habe die Pfeilwände hier so platziert, dass die auch den Runner Kleber geben. So, bei mir kommen doch noch welche dahin. Ein Bogenschütze ist außer Gefecht! Bogenschütze außer Gefecht? So. Ja, Nolljäger machen das. Also ich weiß nicht, ob irgendwie Nolljäger unterwegs sind gerade. Kannst du sonst mal die Treppe aufdenken mit einer Blockade verlegen? Ich habe keine Blockaden dabei. Ach scheiße. Falls wir es nicht schaffen sollten, nimm mal Blockaden mit, wenn du noch Platz hast, dann nehme ich welche mit. Ja. Reichen ja die Level 1 Dinger, dass die da einfach nur nicht reingehen. Ja. Ja, Aufrüst macht die eh nur günstiger.
Ich liebe diesen Job. Mehr machen die gar nicht. So, ich glaube aber... Ja, hier sind zwei ausgelöscht worden. Was? Schick mir ja, die stehen wieder auf. Sicher? Ja, die sind die Zombies. Die liegen auf dem Boden, oder? Ja, ja, das dauert nur ein paar Runden. Ach so, okay. Runner. Neujäger. Ah, nee. Ich hab ja. Geübt. Ja, der scheiß Neujäger will hier meine Bogenschütze killen. Ja. Das machen die nämlich auch ganz gerne und da helfen auch Barrikaden nichts. Kommst du drüben klar? Ja. Also meine Säurefallen machen einen Großteil, die Bogenschützen und die anderen Säurefallen den Rest. Ja. Nice. Ich stehe immer zwischen beiden und schieße in den einen Bälle rein und den anderen. Ich komme nicht durch. Sie sind in der Westhalle! Ja. Klar. Oh, Bogenschütze, wollt ihr mich verarschen? Willkommen im Pfefferserienhaus! Einwohner, die Wettbewerber! Was haben die Bogenschütze gemacht? Nice. Das war sehr schön. So, ja. Hier nichts mehr. Hier kommen auf jeden Fall noch welche hin. Moment, da oben kommen die raus. Da könnte ich doch theoretisch. Probiere ich einfach mal aus. So, hier eine Reihe. Scheiße, ich habe nicht mehr genug. Ach ja. Wann stehen die wieder auf? Am Ende der Runde, Anfang der Runde? Oder? Eigentlich immer, wenn, denkst, so Pause ist, diese Unterbrechung wie jetzt. Ach so. Also jetzt müssten sie wieder aufgestanden sein. Ja, stehen alle wieder. Sehr ja, schön. Dann geht das, dann brauche ich die nicht neu kaufen, sonst hätte ich jetzt da neue. So. Ja. Köpfe werden rollen! Jo, von mir aus kann es weitergehen. Runner. Ja, bei mir auch. Feuerwelle. Aber die konnte ich aufhalten. Nö, das waren alles deine, das waren gerade drei. Ah, nice, die werden da oben auch gefickt von denen. Oben kriegen, ja. Ne, ich hab hier, so eine Pfeilwand hab ich auf Höhe von deren Spawn. Eingang, Eingang. Oh, oh, fuck, 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 fuck. Nein! Und ich bin gestorben, super. Nein, nein, nein. Oh, wir sind durchgekommen. Ja, ne, ich bin gestorben. Ja, dann ist einer durchgekommen. Drei verliert. Nein, 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 nein! Boah! Ist er voll? Bam. Bam. Verdammt, ich dachte, ich schaff den Sprung. Kriegst du das hin bei dir? Ja, ja. Ich hab hier überhaupt keine Probleme. Das einzige waren eben deine Runner, die haben mich es aufgehalten. Ist doch lustiger, wenn man ja. Du darfst wirklich nicht so weit reingehen. Ja, ich hab das zu spät gesehen. Du musst wirklich hier zwischen an dieser komischen Säule, wo du vorhin deine ganzen Pfeilen gesetzt hast, an diesem Heldenmonument. Da musst du die ganze Zeit stehen und aufpassen, wo sie kommen. Ja. Gnadelkisten sind schon auf dem Weg. Wenn du weitergehst, dann wird's richtig kacke. So. Da kommen auch noch welche hin. Da dürften nur noch wenige durchkommen. Das heißt, jetzt gibt's was Feines. Vorzugsweise hier verteidigen. So, ich guck mir das da oben jetzt mal auf der Map an. Da 5 kriegen wir nicht, aber ich denke mal, diesmal sieht es besser aus. Ja. Und sonst nehme ich beim nächsten Mal. Ups.
Ja, dann lasse ich das Heilding zu Hause und nehme ja, nee, nicht. Sonst kann ich ja auch das nehmen. Das ist ja nicht das Problem. Oh, die sind bei mir hier, ne? Westhalle. Was für ne? Schieß mal ein bisschen bei dir mit rein. Oh, ich kann nicht. Jupp, ich krieg das hier gebacken. Feuer und Säure. Alter, wollt ihr wohl sterben hier? Frechheit. Oh cool, die Fallen haben hier alles für mich erledigt. Geht das? Ich bei mir ja. Also ich hab hier eigentlich überhaupt keine Probleme. Okay. Meine Fallen machen fast alles tot und den Rest machen die Bogenschützen. Hier vorne stehe ich die ganze Zeit. Ja. Also ich muss mich jetzt auch nur noch auf den einen Ausgang praktisch konzentrieren, den Rest machen hier meine Fähigkeiten. Alles. So. Ja. Legen wir los. Oh, Achtung, bei dir kommt ein Runner oder sowas. Ja, jetzt bin ich hier zu weit. Ich schaff's nicht. Ich war hier gerade am Fallen setzen. Ich muss zu mir? Ne, muss ich noch nicht. Achtung! Flieger! Kommen in Treffer-Serienhaus! Einwohner! Ah. Ja, okay, diesmal hätte ich die Runner durchgelassen. Ja. Ich sollte nicht so weit reinrennen, wenn ich noch keinen gefunden habe. Bam. Schieb ab. Schiebt ab, Mann! Alter, hier kommen voll viele gerade und. Ja, und bei Runner. Mir kommt gerade ohne Ende Runner. Ja, bei mir auch. Scheiße. Nein, 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 nein. Gott. Scheiße, ey. Alter Schwede. Ja, voll verkackt gerade, voll verkackt, aber richtig. Alter Schwede, da kommen da auf einmal drei von diesen. Wichsköpfen hier, ey. Ja, oh, glänzend. Da, wie die auch mal. Alter Schwede. Okay, sie haben alle meine Bogenschützen gekillt. Bei mir kommen gerade viele Kinder durch. Ja! Scheiße, ey. Das war eben richtig übel. Ja. Das war. Allein schon in der Runde eben haben wir 15 Dinger verloren. Ja. So. Ja, das kam, das war wegen den Gnolljägern, die haben die Fallen ausgelöst. Drück mal noch nicht auf G kurz. Nee, hätte ich jetzt auch nicht gemacht, weil ich selbst noch ein paar Minuten brauche. Falsche Seite, verdammt. So, ich habe jetzt nochmal ein paar Eisfallen gesetzt, damit die auch nicht durchkommen. Ah. Meine Bogenschützen sind aber fast alle tot, das heißt, ich muss gleich die Fernkämpfer. Die werden noch wiederbelebt. Ah, stimmt. Oh, bei dir drüben ist noch voll viel Gold. Ja, ich weiß, das wollte ich jetzt noch holen. Dann würde ich da noch G drücken, wenn du fertig bist. Ja, ich muss dann noch gucken, was wie viel Kohle noch da ist, dass ich dann noch was kaufe eventuell. Ach, ich krieg doch kein Geld dazu, okay. Okay, das ist scheiße. Ja, okay, ich habe jetzt auch nur 700 in 50. Das wird klasse! So. Fertig? Ja, hau rein. Los geht's! Ey, bis eben hatte ich überhaupt keine Probleme. Wäre ich nicht nach hinten gerannt, hätte ich auch noch die Runner mitgekriegt. Ja. Oh, das war aber richtig übel eben. Ja, das war's. Okay, ich muss aber hier die Flugviecher machen. Alter, schon Bogenschütze im Arsch, kommt Flugviecher. Ja, und zwei Roller. Okay, die Bogenschützen haben meine ganz gut erledigt.
Ja, ich hab meinen geholfen, jetzt ist bei mir nur ein Bogenschütze direkt. Ja. Oha. Okay, Feuer-Oga. Nein! Scheiße! Runtergefallen? Was? Nee, nee. Der hatte mich eben nur leider doch noch erwischt. Und armlos zog er von dannen. Okay, wie weit bist du gerade? Ja, ich hab noch die beiden Feuer-Oger, die sind bei mir ein bisschen später gekommen. Ja. Aber die haben sich fast gegenseitig ausgelöscht. Sie sind in der Südhalle. Ja, das ist die vorletzte Runde. Ja. Die letzte wird, glaube ich, nochmal richtig übel. Oh fuck. Was? In den Gängen sind am Ende rollende Baumstämme. Ja, die kann man benutzen für einen Notfall. Ja, die habe ich überhaupt nicht gesehen. Ich meine, jetzt musst du sehen, aktiv. Alter Schwede, das ist gerade hier ein bisschen ekelhaft. Serie. Latsch. Alter, ah, Knolljäger schon wieder hier, ey. Die stinken. Sag mal nie. Ja, nach allen möglichen. Alter, verpisst euch! In Missgestalten. Scheiße, Mann. Scheiße, ich bin gleich wieder tot. Scheiße, das ja. Die verfickten Knolljäger. So, ich hab die noch tot gekriegt. Ja, danke. Ich muss wirklich mal hier kurz vor Ende noch mal ein paar Dinger setzen. Ja. Kurz vor Ende. Oh, Knolljäger schon wieder. Ach, zum Glück wurden die von meinen Pfeilen hier zerstückelt, alle. Ist schon wieder, es sind schon wieder drei rausgekommen. Lass uns das nochmal machen. Was ist? Sind schon wieder drei durchgekommen. Ja? Alter, wann? Nee, ich bin gestorben doch. Alter, okay. Wie viele Münzen hier sind. Ja, bei mir auch gerade. So, durch los diesen geht's. Gang kommt nichts. Da sind jetzt so viele Säurefeinde, da kommt gar nichts durch. Ja. Flieger! Ein Flieger kleines auf. Geschenk für dich! Und für dich auch! So. Okay, die Flieger sind bei dir. Jetzt sind die Flieger bei mir. Das ist meine Menge toter Ochs! Bam! Okay, ich bin hier soweit fertig erstmal. Deswegen rüste ich nochmal kurz nach hier. Das wird mir mehr wehtun als dir. Ich würde sagen, wir spielen dann hier erstmal normal weiter, wenn wir dann quasi mehr aufgerüstet haben und bessere Sachen haben. Ja. Machen wir das später noch. Das könnten wir, oder hätten wir auch so schaffen können, hätten wir noch ein bisschen besser aufgepasst. Aber ja. Naja, lässt sich das nicht ändern. Alter, so ein Feuer-Oger ist fast tot, wenn er hier durch ist. Scheiße, hier kommen gerade wieder ein paar viele Oger und so, aber... Das krieg ich hin. Das krieg ich hin. Ich hab, glaube ich, einen übernommen. Das ist ein bisschen schwer zu zielen von hinten. Ja, der ist betäubt gerade und jetzt ist er tot. Nee, doch noch nicht. Jetzt ist er tot. Ein Ork für alle Fälle. Fallen. Jawohl, alter Schwede. Ja, das war scheiße. Zwei, drei Schädel. 30. 22 sind durchgekommen. Zwei Schädel. Sind wir gestorben. Oh Mann. Schädel.
Ja, mal schauen. Ich hatte ja noch ein paar 7 Stück, habe ich jetzt, alter Schwede. Das lief ja mal kackies. Mhm. Ah, hier, ja, du kannst unten auf Schädel zurückerstatten klicken und dann kriegst du alle Schädel zurück und kannst so oft machen, wie du möchtest. Okay. Schädel zurückerstatten, ja. Stimmt. So, ich guck allerdings eben noch mal ganz kurz. Freiheit, Schmuckstück. Wieder steht Betäubung. Joa. Was will ich aufrüsten jetzt gerade? Was ist... Nee, nicht die. Wo ist sie da? Verdrescher. 6 Schädel kostet das. Mehr Schaden. Joa. Die sind immer ganz gut. Alles klar. Gut. Das war in der Klemme und wir stecken mitunter auch wirklich in der Klemme. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.